Herzlich willkommen bei JFTV. Heute bei uns zu Gast der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm. Herzlich willkommen, Herr Holm. Herr Holm, wie lange hält der am Wochenende in Kassel geschlossene Burgfriede der AfD-Führung? Ich würde es gar nicht als Burgfriede bezeichnen. Das hat gestern eine richtig schöne Aussprache gegeben. Und ich hoffe, die trägt dann bis zur ordentlichen Bundesvorstandsneuwahl im nächsten Jahr. Im Mai lag die AfD in den Umfragen bei ungefähr 15%. Derzeit, je nach Institut, sind es 11-13%. Ist das eine natürliche Schwankung, dieser Abfall, oder ist das eben Folge dieser Führungskrise, dieses Führungsstreites? Natürlich ist das die Folge. Also diese kleine Delle lässt sich dadurch ganz eindeutig erklären. Die Menschen wollen halt keine Partei, die in sich zerstritten ist. Sind wir ja auch gar nicht. Also ich möchte mal erinnern an den Bundesparteitag in Stuttgart. Wir haben ja so schnell wie keine andere Partei ein Grundsatzprogramm verabschiedet, nach nur 3 Jahren unserer Existenz. Und wie diszipliniert wir dort gearbeitet haben. Also an die 2000 Mitglieder, 1300 Anträge, Änderungsanträge, die wir an einem Wochenende gewuppt haben, am Ende stand das Programm. Das zeigt doch, dass wir alle an einem Strang ziehen. In Mecklenburg-Vorpommern, in Ihrem Bundesland, im Wahlkampf liegt die AfD derzeit bei ca. 20%. Warum erreicht die Krise Sie da im hohen Norden, die Krise der Partei Sie im hohen Norden nicht? Ich glaube, ja, wir sind ja bekannt dafür, in Mecklenburg-Vorpommern sowieso ein etwas ruhigeres Gemüt zu haben. Ich glaube, wir nehmen die Dinge nicht ganz so eng, wie sie manch andere sehen. Wir sind halt im Norden einfach ein bisschen entspannter. Ist es denn tatsächlich kein Thema, die Führungskrise? Also wie erleben Sie es im Straßenwahlkampf jetzt? Nein, es ist wirklich kein großes Thema. Es war natürlich, als es akut war, schon auch hin und wieder, dass man darauf angesprochen wurde, wenngleich viele eben auch sagen, ach, was die Medien da wieder schreiben, da stimmt doch sowieso nur die Hälfte. Also die Leute sind da doch relativ entspannt bei uns im Norden. Ist es denn nach wie vor das Flüchtlingsthema, das erste Thema, das Thema, mit dem Sie Ihren Wahlkampf bestreiten, oder ist es ein ganz anderes, vielleicht landesspezifisches Thema? Also wir stellen uns da sehr breit auf im Landeswahlkampf. Wir wollen natürlich zeigen, dass wir eben keine Ein-Themen-Partei sind, sondern eine breite Palette anbieten, wie es ja in unserem Wahlprogramm auch nachzulesen ist. Natürlich haben die Menschen Angst in Sachen Migration vor Überforderung des eigenen Landes. Das müssen wir natürlich aufgreifen, das ist gar keine Frage. Das ist das akute Problem in Deutschland. Immer wieder werde ich von der Presse darauf angesprochen, warum dieses Thema. Weil es einfach von großem Rang ist für die Menschen, die sich wirklich Sorgen machen, wie es weitergeht. Wie sollen wir diese unkontrollierte Massenzuwanderung weiter geschehen lassen? Wie es Frau Merkel ja den Anschein macht zumindest, dass sie da gar nichts weiter unternehmen will. Wir sagen, Grenze muss jetzt mal langsam dicht gemacht werden, damit das eben nicht so weitergeht wie bisher. Also das ist schon das, was die Menschen bewegt, und darum reden wir auch darüber. Gut, also das heißt, Flüchtlingsthema im Überlagerung im Wahlkampf alle anderen Themen. Ja, das kann man wohl klar sagen. Also wir merken es bei den vielen kleinen Veranstaltungen, die wir machen. Wir machen ja viele Diskussionsabende mit den Bürgern, auch in kleineren Ortschaften, wo dann 30 Leute zu uns kommen. Keine andere Partei zieht so viele Menschen auf Veranstaltungen. Darauf sind wir schon sehr, sehr stolz und zeigt auch den großen Zuspruch. Und da rede ich natürlich auch über die vielen Landesthemen, die uns bewegen. Familie, insbesondere auch Bildung, innere Sicherheit, das sind die Dinge, die auch wichtig sind für uns. Aber wann immer es dann zur Diskussion kommt, blitzt dieses Thema sofort wieder auf, und das ist ja auch ganz klar. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern gilt ja so als strukturschwaches Land. Die AfD ist ja angeblich die Partei der Modernisierungsverlierer, so sagen es ihre Gegner. Also bestätigt der Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern, der Umfrageerfolg, bestätigt der diese These, die AfD sei eine Partei der Modernisierungsverlierer? Das sagen dann Leute, die keine Ahnung haben, wie es den Menschen geht. Also natürlich gibt es bei uns auch Menschen, die sich abgehängt fühlen. Das sind aber gar nicht mal so viele. Natürlich sind wir insgesamt ärmer als Bundesland, als andere Bundesländer, aber wir führen dafür auch ein glücklicheres Leben. Wir haben die frische Luft an der Küste, wir haben das Meer vor der Haustür, wir haben viele Wälder, eine intakte Natur im Wesentlichen, wenn wir mal absehen von den viel zu großen, viel zu vielen Windkraftanlagen. Aber natürlich gibt es auch Verlierer, aber das ist so eine arrogante Haltung den Menschen gegenüber. Natürlich kümmern wir uns auch um die, die scheinbar abgehängt sind, die nicht wissen, wie sie am nächsten Tag sozusagen das Geld zusammenbekommen sollen für ihre Familie. Über
diese Probleme müssen wir natürlich reden. Da fühlen wir uns verantwortlich dafür. Wo kommen denn Ihre Wähler her, die Sie kennenlernen im Wahlkampf, auf der Straße, bei Wahlkampfveranstaltungen etc.? Das ist wirklich sehr breit aufgestellt. Also wir erleben es ja auch in der Mitgliedschaft. Da haben wir die einfachen Arbeiter, da haben wir die Handwerker, wir haben viele Unternehmer bei uns. Wir sind wirklich eine Volkspartei, das kann man schon mit Fug und Recht sagen. Und wir erleben das auch an den Wahlkampfständen, dass viele einfache Menschen gerade Angst davor haben, dass ihnen der Arbeitsplatz auch weggenommen werden könnte, wenn jetzt immer mehr niedrig qualifizierte Zuwanderer zu uns kommen. Da sind die Handwerker dabei, Unternehmer, die gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Plätze besetzen sollen. Es gibt ja schon derartige Probleme, qualifizierte Schulabgänger zu bekommen. Das ist ein wirklich drängendes Problem bei uns. Also über die Hälfte der Unternehmen klagt darüber, dass die Schulabgänger keine fachlichen Kompetenzen mehr mitbringen in Mathe, in Deutsch, aber auch keine sozialen Kompetenzen. Und da ist natürlich, das ist ein großes Alarmsignal. Wir reden darüber, dass wir an den Schulen dafür sorgen müssen, dass der Unterrichtsausfall ein Ende hat und darüber, dass wir die Leistungsanforderungen nicht immer weiter senken, wie es die Politik derzeit tut, um schöne Statistiken zu haben. Nein, wir müssen fördern, aber auch fordern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr Motto ist AfD, die Familienpartei. Warum ist Ihnen das wichtig? Ich glaube, das ist einfach die wichtigste Krise, um die wir uns viel zu wenig kümmern, die demografische Krise nämlich. Wir erleben ja, dass wir in diesem Land und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern vergreisen, dass wir viel zu wenige Kinder bekommen. Aber Kinder sind unsere Zukunft, nicht Zuwanderung ist es. Die kann natürlich in maßvoller Form, kann es die geben, wenn sie nach unseren Interessen erfolgt. Aber letzten Endes ist es doch so, wir müssen mehr Kinder bekommen. Und darauf wollen wir alles ausrichten. Wir wollen also ein kinderfreundliches Land bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung rühmt sich ja damit, dass sie sagt, wir haben die Abwanderung gestoppt. Das ist sie per Saldo, aber das liegt nur daran, dass viele Senioren in unser Land strömen, die an der frischen Luft ihren Lebensabend verbringen wollen. Und das ist auch gut so. Es liegt daran, dass wir eben Migranten bei uns aufnehmen. Aber die Jungen, die wandern nach wie vor ab. Und das ist ein riesengroßes Problem. Die gehen in die Metropolen und bleiben nicht bei uns. Wir müssen also alles danach ausrichten. Erstens, dass wir wieder mehr Familien ins Land bekommen, dass wir mehr Kinder bekommen und dass natürlich auch unsere jungen Leute hier Arbeit finden. Familienpartei, weil Sie selber Vater sind? Richtig, aber nicht nur deshalb. Also wir brauchen ja viele Väter und Mütter. Aber ich selber habe selber einen kleinen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Und da merkt man erstmal, wie sozusagen, wie das Familienleben aufblüht und welche Verantwortung man hat und wie man das Leben weitergibt an die nächste Generation. Das ist natürlich etwas, was einmalig ist und für viele, die kinderlos bleiben, unwiederbringlich verloren ist. Also dieses Aufwachsen zu sehen, gemeinsam zu spielen, zu lernen und den Kindern was mitzugeben, das ist sowas Tolles. Und darum ist es auch so schade, dass das so ein bisschen einschläft in unserem Land. Da müssen wir uns wirklich kümmern, dass hier eine andere Gesellschaft geschaffen wird, in der es viele einfach wollen und können, dass sie eine möglichst auch große Familie gründen. Der AfD wird immer wieder vorgeworfen, keine seriöse Partei zu sein, sondern eine Partei, die Ressentiments schürt. Wie empfinden Sie diesen Vorwurf? Ach, das empfinde ich als im Mindesten albern. Manchmal trifft es mich auch, wenn es besonders perfide vorgetragen wird. Aber ja, da muss man ja gar nicht ins Detail gehen, was man da so an den Kopf geknallt bekommt. Aber es ist wirklich traurig in diesem Land. Und auch das ist ein Grund, warum es die AfD gibt, weil wir in diesem Land so ein bisschen die Meinungsfreiheit einschlafen lassen. Das ist nicht von oben vorgegeben, aber es passiert einfach auch dadurch, dass Frau Merkel mit der CDU immer weiter nach links gerutscht ist und der Medien-Mainstream mitgerutscht ist. Alles ist nur noch links ausgerichtet, aber wer konservativ ist in diesem Land, dort abweicht sozusagen vom Hauptstrom, der ist schon mal per se, steht ja schon unter Nazi-Verdacht. Und was ist denn das für ein kranker Gedanke? Ich sehe mich als bürgerlichen Patrioten, als Demokraten. Und das tun alle bei uns in der Partei. Deswegen können wir das überhaupt nicht nachvollziehen. Diese Vorwürfe, die wir da ständig einstecken müssen, es ist völlig hanebüchen. Nur weil man eine andere Flüchtlingspolitik vertritt, ist man doch nicht ausländerfeindlich oder gar rassistisch. Es ist völliger Unsinn. Und damit macht man ja viele Bürger auch, stellt man damit in die Ecke und dagegen kämpfen wir an. Wir wollen keine unkontrollierte Massenzuwanderung, aber wir haben doch nichts gegen die Menschen, die herkommen. Für die ist das ja völlig verständlich, dass sie so handeln und das verstehen wir auch, dass sie ein besseres Leben wollen. Aber wir können natürlich nicht in Deutschland die ganze Welt retten.
Immer wieder wird gesprochen über Gewalt und AfD. Wie steht es denn mit der Gewalt gegen die AfD? Erleben Sie Gewalt im Wahlkampf? Die erleben wir zuhauf. Gott sei Dank gibt es so keine tätlichen Angriffe bisher. Wir haben bisher Farbanschläge gehabt. Wir haben reihenweise Plakate, die beschmiert, gestohlen werden, umgeschmissen werden, was natürlich auch ein großer finanzieller Schaden ist. Schlimmer sind noch Dinge, die dann ins Persönliche gehen. Also mein Co-Sprecher Matthias Mantay hat es getroffen. Der wurde von der Antifa angegriffen. Nicht er selbst, aber sein Haus. Sein intimer eigener Bereich sozusagen, da wurde ein Stein ins Fenster geschmissen und nur ein Fenster weiter hat sein kleiner Sohn geschlafen in der Wiege. Wenn man sich vorstellt, was da passieren kann, da muss man wirklich sagen, da muss eine stärkere Verfolgung dieser Leute stattfinden, die offensichtlich vor keinem Mittel zurückschrecken. Herr Holm, was werden Sie als erstes im Landtag anpacken? Was werden Sie verändern? Also wir hoffen, dass wir stärkste Partei werden in Mecklenburg-Vorpommern. Die reelle Chance besteht jetzt bei 19-20% in den Umfragen. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass wir bei den letzten Wahlen ja immer deutlich über den Umfragen am Ende gelandet sind, ich würde dann am liebsten ja eine Regierung bauen, eine richtig tragfähige Regierung, die konservativ agiert und dann die Organklage von Horst Seehofer endlich mal amtlich macht und vors Verfassungsgericht zieht. Plüschlöwe Seehofer hat es ja nun nicht getan, hat wieder mal den Schwanz eingezogen. Das würde ich wirklich gerne tun. Er hat ja das Gutachten dort in der Schublade, mit dem wir sozusagen dorthin gehen könnten. Aber das sind natürlich jetzt nur Träumereien, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir werden diese Koalition nie bilden können. Die anderen werden nie in unsere Richtung gehen politisch und darum ist das ausgeschlossen. Wir werden also in der Opposition landen, werden dort aber die Regierung nach vorne treiben. Wir erleben ja jetzt schon, dass wir durch unsere Politik dafür sorgen, dass die anderen in unsere Richtung gebracht werden, Stück für Stück. Wir haben das bei dem Vorstoß der Unionsinnenminister gesehen, auch wenn das sicherlich nur ein Wahlkampfmanöver war. Aber erstmal auf unsere Positionen zu gehen, das ist natürlich schon etwas, was in die richtige Richtung geht. Wir werden das dann eines Tages dann hoffentlich umsetzen können. Sie hoffen auf über 20%. Zum Schluss, wie viel Prozent ist Ihr Tipp? Ach, das mache ich generell nicht, da einen Tipp abzugeben, weil ich kann es ja nicht einschätzen, dass wir wirklich ein Rätsel raten. Ich hoffe, dass wir deutlich über 20% kommen und wir haben die Chance, dass wir stärkste Partei werden. Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass wir das schaffen. Wenn wir den Zuspruch erleben in den Veranstaltungen, die wir unternehmen, auf den Kundgebungen, die wir veranstalten. Also ich glaube, das könnte was werden. Herr Holm, herzlichen Dank.